Und weiter geht's mit Sherlock Holmes und dem Hund der Baskervilles. Und wir sind jetzt hier in, dem Bonuskapitel immer noch und ja, aber wie heißt nochmal der Junge hier? Oliver. Genau, in Olivers Zimmer und puzzeln jetzt. Ein Bild zusammen. Ach, die Teile kannst du einzeln wegnehmen. Ja, das heißt, wir wissen aber nicht, wie das Bild aussieht und wo der Rand ist. Na, die Dings hier werden wahrscheinlich oben sein. Wie was? Die Stalagniten. Nee, man sieht hier... Ah, siehst du, man sieht hier so weißen Rand. Die Stalaktiten werden oben sein. Nee, darum geht's jetzt gar nicht, sondern darum, dass siehst du hier dieses Weiße am Rand? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Also du willst jetzt erstmal nur nach Rand sortieren. Ich sortiere bei Puzzeln immer nach Rand. Ach so, das ist der Abgrund, glaube ich. Das wird Mittelstück sein. Nee. Nimm mal das Schienenstück erstmal ein Feld runter. Was ist das hier? Ja. Ja. Okay, das war einfach. Sag ich doch. Da liegt was drin. Guck mich dabei nicht so vorwurfsvoll an. Ich sagte doch, dieses Bildrätsel ist relativ leicht. Nein. Gut, er ist ein bisschen abgeschlossen. Ja, sind sie. Beide sogar. Schon, sehr gut. Dann Karte. Und setz das Bild ein. Nee, wirklich. Look, there is a secret item here. Perhaps a find made by Oliver. It's a metal circle. It should help us to open the secret door near the abyss. Ja. Okay. Da oben kannst du wahrscheinlich die Bilder einsetzen. Uns aber noch nichts. Aber da geht in der Vergangenheit geht noch was. Egal. Jetzt? Runtergriffen mit Kraft drücken. Drehen. Drehen, drücken. It's open. Now we shall discover what Hugo hid in this secret place for more than 200 years. Hugo ist versteckt und Zähne abgeschlossen. What a smell! There's been no fresh air here for centuries. All this resembles a laboratory of chemistry or alchemy. It seems Hugo lived in this damp place. How many years did he spend here? Da liegt ein Skelett auf dem Boden. Ob das Hugo ist? Ich glaube es nicht. Was macht dann ein Skelett da unten auf dem Boden? Insekten? Hier gibt es einfach zu viele Krabbeltiere. Ich würde meine Hand bestimmt nicht da hineinlangen. Nein, ich auch nicht. Dito. Das ist auch nichts für mich. Kristallauge, schon wieder. Eine Formel. Sammelst einfach mal das Symbol ein, klar, warum nicht? Trankzutat. Okay. Und ein Rohrstück. Ui, gibt's ja noch einiges zu tun. Da kann man wimmeln. Dann wimmeln wir mal. Jo. Ruderpuppe! Die brauchen wir aber nicht. Stimmt. Ein Embryo? WTF? Aber dafür brauchen wir hinten die Ratte. Graues Band. Schlüssel.
Eine Kaffeemühle. Ja gut, okay, wenigstens macht Kaffee. Ja, ohne Kaffee kann man auch nicht arbeiten. Maske? Eine Nuss. Ein Knopf. Kristallkugel. Jetzt noch der Ohrring. Und Pilze. Die Magic Mushrooms fehlen auch noch für den Trip. Yeah. Da unten in dem Glas. Nicht? Puh. Nimmst du so lange die? Naja, ob die so gut schmecken. Sollen die ja auch nicht essen. Eine Waage. Die muss der Steuerungshebel für die Kiefer sein. Ah, okay. Du kannst doch die Kristallaugen einsetzen direkt. Ja, kann ich, aber es ist ja nur eins. Na, du hast auch beide. Wir haben schon beide, okay. Na, nimm das doch. Und schon wieder rote Augen. No signs of violence. Indeed, Hugo was not killed by the animal. I think that he used alchemy successfully to avoid something. It is this something or somebody who threw the curse on the descendants of Hugo, a kind of revenge. Das kann natürlich sein. Wäre auch irgendwo logisch fast. Rache ist immer gut. Und ein Metallstück. Ah, okay. Ach, das ist garantiert wieder so ein Schieberätsel. Ja. Und schon wieder. Yeah. Erstmal weg damit. Direkt auf die Spinne klicken. Erstmal gucken. Ja, ich habe gehofft, dass sie dann weggeht. Das wäre dir sogar ein Fehlklick wert gewesen. Ja. Ach ja. Und unzählige Flaschen müssen wir finden. Flaschen? Ja, Flasche. Wir müssen eine Flasche finden, die liegen aber unzählige rum. Obwohl es ja eigentlich alles Armeierkolben sind, aber egal. Nimm die Brille. Vielleicht siehst du dann was. Hey, ich wollte es nochmal gesagt haben. Sehr witzig. Du hast doch jetzt Opus keine Brille auf, also bitte. Im Gegensatz zu dir brauche ich auch keine. Na toll, da sind die Pillen. Pyramide, Mörser. Eine Sonnenuhr. Da ist die Schildkröte. Ich suche immer noch die Flasche. Ich suche natürlich den ganzen anderen Rest. Das sind auch keine. Nimmst du so lange die hier? Eine Flasche? Okay. Nimm hier die Pistole noch. Wo war das denn? Eine Flasche? Fehlte da der Hals? Ja, der war abgebrochen. Ach so. Hier ist die Pinzette. Der Löffel. Ein Beutel mit Kräutern. Eine Kräutermischung, da. Sieht aus wie so ein Duftsäckchen. Hasenpfote. Hoffentlich keine echte. Garantiert eine echte. Meistens. Eine Feder. Ist das hier in der Mitte eine Feder? Hey, nicht so gegen das Mikrodong. Ja, habe ich auch festgestellt. Das ist keine Feder, das gehört zu diesem Viech hier. Auch wieder aber. Wo ist die Feder? Denk dran, das kann auch eine Sprungfeder sein. Auch wieder aber. Bei der Übersetzung hier, wer weiß. Nee, es ist ja eine Feder. Eine Feder ist eine Feder. Klar, aber. Und gerade hier wird sie auch Sinn ergeben, wenn es. Eine Sprungfeder wäre. Auch wieder aber. Ist aber nicht. Nimm mal die. Wir haben das Kräutersäckchen erhalten. Naja. Hier fehlt noch der Ring. Wo sind wir? Wir können hier aber immer noch was tun. Steine einsetzen. Immer noch. Dann machst du mal hier unten weiter. Nee, wir können hier aber immer noch was tun. Kannst du die Kräuter da ein? Ah ja. Farbiges Pulver, okay. Immer noch?
sehe nichts. Gewicht, okay. Ah, okay. Das kannst du jetzt bestimmt in der Gegenwart anbringen. Ja. Jetzt? Ja. Aha. Und Schieberätsel. Ach so. Das könnte noch gehen, oder? Oh, wenn ich gerade nicht raffe, was ich hier machen muss. Ein Bild zusammensetzen. In den richtigen Platz. Das hier muss hier rüber. Ja. Das hier muss aber hier runter. Das Auge muss dahin und das ist halt da unten in die Ecke. Genau. Fast. Ja, irgendwie auf den Kopf gestellt, oder? Nee, es ist aber auch noch nicht richtig, so oder so. Ob es am Kopf ist, ist ja, glaube ich, egal. Nein, das ist nicht. Stimmt hier so oder so nicht. Das hier ist auch falsch. Ja, wie gesagt, weil es falsch rum ist. Nee, das hat damit nichts zu tun. Natürlich, wenn das Teil nämlich nach oben guckt, dann gucken die beiden ja so schräg nach unten weg. Nee, das ist ja egal. So. Es geht ja darum, überhaupt erstmal zu gucken, was wohin muss. Perfekt, mittig hier oben kriegen wir eh nichts hin. Na, außer das hier. Das hatten wir ja gerade schon. Da hast du ja gesagt, das ist verkehrt. Das ist nicht, weil das musst du jetzt hier hochziehen. Das Auge muss es dahin. Geht aber nicht, dann fehlt hier die halbe Hand. Hm, auch wieder wahr. Aber das Auge war da oben. Ja, aber das hatten wir ja schon mal. Genau so. Und da hast du gesagt, es ist verkehrt. Ja gut, okay. Ja, ich habe ja nichts gesagt. So, wir haben noch ein Rohrstück. Hier fehlt noch was. Ist aber nichts mehr zu tun. Vorerst. Okay. So. Na, da fehlen uns noch die Zutaten. Geht das Pulver? Ja, das war's. Mehr haben wir noch nicht. Ja. Okay. Ja, da hinten kannst du suchen. Oh. Jo. Oh, hier waren wir noch nicht, oder? Nee. Ein Keks. Blatt. Da ist das Blatt. Das? Ja. Nein. Na gut, okay, die Schreibmaschine halt. Nimmst du das da hinten? Das ist kein Blatt. Ich meine bestimmt ein Baumblatt. Schon wieder? Ach, nimmst du hier die Schriftrolle wenigstens. Da ist die Maus. Da ist die Brille. Sternenpuzzle. Hä? Okay. Achso, das ist das Ding da. So, hier ist der Schuh, die Schuhe, da, da ist der Schirm, da ist die Katze. Und schon wieder eine Libelle. Ich mag Libellen. Ich hasse diese Viecher. Warum? Ich mag sie nicht, da oben ist sie übrigens. Ich mag Libellen einfach nicht. Hast du Angst, weil sie giftig sind? Libellen sind nicht giftig. Manche schon, manche können stechen. Ja, aber die haben andere Sachen. Hier haben wir alles abgeschlossen schon. Hier die Vergangenheit. Ach so, ich habe vergessen, dass wir hier auch in die Vergangenheit können. Eine fehlt noch.
Ich habe in meinem Gartenteich immer viele Libellen laufen. Können wir aber noch irgendwas anderes tun? Aber was? Da, suchen, natürlich. Ah. Glocke, Lupe, Windspiel. Windspiel. Lupe. Stethoskop. Hier ist die Glocke. Schon wieder eine Feder. WTF. Im Ernst. Jetzt habe ich das mit Absicht gesagt. Doch einfach. Vorerst. Hier ist die Spritze. Ein Porträtstück. Hier ist der Schirm. Ne, hier. Ich wollte schon sagen, das sind Kissen. Der Hut. Wo ist der Hut? Ist das vielleicht das Glas? Nein. Nein. Gut, nimmst du das so lange. Ja, Hut. So lange bis was? Ja, bis du ein besseres findest. Kennst du es nicht? Doch sicher, aber in dem Falle gibt's ja nichts Besseres. Ha, ja. Nimmst du lange den Hut? Hinweissparer. 10 Wimmelbilder ohne Dings gelöst. Na, gut. Wir müssen uns doch für ein Wimmelbild mehr als 10 Minuten Zeit lassen. Das ist ohne Trophäe. Nee, das mache ich aber nicht. Das mache ich, wenn ich das alleine spiele und keine Ahnung aufs Klo gehe oder so. Einfach mal laufen lassen, weißt du, so kurz vorm letzten Ding. Wir können hier aber immer noch was machen. Was? Wir haben keine Briefmarke mehr. Ja. Doch, da. Okay, die lag die ganze Zeit da rum. Ach ja, was müssen wir denn jetzt ordnen? Setze die Briefmarke mit einer bestimmten Anzahl Züge auf die entsprechenden Felder, um das Rätsel zu lösen. Okay. 5 Felder hast du. So. Wenn die überspringen? Ich glaube, die kannst du einfach nur ziehen hier, wenn du auf diese Felder klickst. Ach so. Eins musst du noch. Ach so. Das wollte ich. Stufe 1, Stufe 2, Zufall. Ach nee, das war blöd. Das war blöd. Das muss erst nach oben. Und das nach unten, nach da. Was? Da ist nur 3 zu 3. Ach so, ich habe nur 3. Ich dachte, ich habe immer noch 5. Mm-mm. Okay. Warte mal, 1, 2. Nein. 1. 2. Warte. Die kann ja eh da bleiben. Ich dachte, die muss nach oben. Das ist ja albern. 1, 2, 3. Mein Fehler. Wo kommt jetzt die 5. Marke her? Wir hatten doch nur 4. Ja. Gute Frage, ne? Kann ich die nach da schieben? Ja, kann ich. Runter? Ist das Seite? Ja. Okay. Okay, das war einfach. Und sie abgeschlossen. Sollen wir bestimmt wieder puzzeln? It is Clarissa, the wife of Hugo. We have something of importance here. Hugo will not be insensible to the memory of the one he loved and killed. We should find a way to give the picture color. Ah, okay. Dann mal mal. Gelb, blau, grün, okay. So, muss wir den Pinsel nehmen.
das Taschentuch da unten lila machen. Und die Lippen müssen noch rot sein. Und die Augen auch blau. Oh, die sind doch schon blau. Tatsache. Achso, der hintere Vorhang noch rot. Ja, das Offensichtlichste. Okay, ja. Kann passieren. Why was Mary in possession of this portrait? As a psychoanalyst, she had to listen to confessions of numerous members of her family. I assume that the curse and Hugo were recurring subjects of these consultations. Perhaps a lingering subconscious fear of Hugo was common among the Baskervilles, and to have the portrait of his lost wife would be the best. Oh. Nicht schon wieder. Macht doch nichts, bringt doch jetzt eh nichts mehr. Auch wieder wahr. Es gibt nämlich eine Auszeichnung dafür, wenn man alle Dialoge mitnimmt. Das haben wir doch gerade schon gesehen. Ja. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einen letzten Cut, weil ich glaube, die Zeit ist wieder rum. Und es wird der letzte Part sein, oder? Juhu, beim nächsten Mal sehen wir uns beim Finale. Bis dahin. Haut rein.